Die weitere Entwicklung der Herzogtümer im Mittelalter ist höchst unterschiedlich. Franken und Schwaben verschwinden sogar bald. Bayern schrumpft extrem und umfasst unter den Wittelsbachern nur noch den Zentralraum zwischen Donau und Alpen, der noch weiter in Teilherzogtümer aufgeteilt wurde. Die Residenzen lagen in München, Landshut, Straubing und Ingolstadt. Daneben entstehen reihenweise neue Herzogtümer. All das zeigt, dass der Begriff eines Herzogtums und der Inhalt dieser Herrschaftsbezeichnung höchst unterschiedlich sein konnten. Im Spätmittelalter war der Herzog von Sachsen ein Kurfürst, der Herzog vom Teck im heutigen Baden-Württemberg, ausgestattet mit Kleinstterritorium um seine Burg, völlig unbedeutend. Bestand das ältere Stammesherzogtum noch aus verbundenen Sippen, war das jüngere schon eher auf ein Territorium ausgelegt. Es entwickelte eine Eigenkraft und der Inhaber genoss hohes Ansehen. So beugten sich dann auch benachbarte Gewalten dem Herzog. Der Stamm selbst war nur noch ein Unterbau. Die Stammesherzöge in der postkarolingischen Ära waren quasi königliche Machthaber, eine Verselbstständigung ihrer Länder gar nicht mehr ausgeschlossen. Trotzdem blieb die Reichseinheit gewahrt. Im 10. Jahrhundert wurde die militärische Rolle des Herzogs als jenem, der vor dem Herzog, also es anführt, durch die Ungarngefahr wieder deutlich. Die Gefolgschaft trifft sich in Heeresversammlungen. In der Salierzeit vom 11. bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts wandelte sich das Herzogtum wiederum grundlegend. Der Grund waren Interventionen des Königtums. Kaiser Konrad II. Setzte nach einem Aufstand seines Stiefsohns Ernst in Schwaben seinen eigenen Sohn Heinrich ein. Zwar sollte das Herzogtum weiter bestehen bleiben, allerdings in seinen Herrschaftsbereich eingegliedert werden. Diese Maßnahme förderte die Entstehung einer Adelsopposition, die sich mit dem Investiturstreit verband. Gerade unter den Ottonen hat das Kaisertum eine neue Macht entfaltet, die sich oft über die Herzogtümer setzte. Die Ottonen, deren Hausmacht ja das Herzogtum Sachsen war, bestellten in ihren Ländern Amtsherzöge. Erst unter den Welfen erhielt Sachsen seine Stellung zurück. Zusätzlich wurde von den Ottonen die Reichskirche gestärkt, was langfristig kirchliche Fürstentümer etablierte. Ein Auf und Ab erlebte auch Bayern. Der Wechsel von Welfen und Babenbergern führte das Herzogtum zwar zurück zu den Welfen, allerdings wurde 1156 Österreich als Babenberger Herzogtum abgespalten. 1180 übernahmen die Wittelsbacher Bayern.